Können Sie mich über dieses Mikrofon, ich höre es, dass Sie mich hören können, ja. Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich, danke Ihnen für Ihr Interesse. Das Datum, das heutige Datum und das Thema passen ja gut zueinander. Der 1. Mai, der May Day, symbolisiert ja die erste, steht für die erste Art der Globalisierung, nämlich die solidarische Globalisierung, die internationale der Arbeiterbewegung und für den Kampf für soziale Gerechtigkeit. 130 Jahre ist von dieser solidarischen, 130 Jahre später ist von dieser solidarischen Globalisierung wenig geblieben. Und der May Day der Hoffnung ist zu einem May Day des Notrufes geworden. Warum es zu einer solchen Entwicklung gekommen ist, hängt viel mit den Themen zusammen, über die ich heute Abend sprechen möchte. Und wir müssen dann einmal sehen, wie diese Dinge zusammenhängen. Die Frage, ob unsere Meinung und Demokratie gesteuert werden, hat sich eigentlich heute für die meisten erübrigt. Für die Bevölkerung und auch für Politiker. Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung hat sie sich erledigt, weil die Erfahrung einer Steuerung von Meinung und Demokratie längst Selbstverständlichkeiten unserer gesellschaftlichen Erfahrung geworden sind. Für Politiker hat sie sich eigentlich seit je erledigt, weil Politiker der Überzeugung sind, dass das Volk unfähig sei, die komplexen Notwendigkeiten, die hyperkomplexen Notwendigkeiten einer marktkonformen Demokratie zu verstehen und dass es geradezu rational geboten sei, Meinungen und Demokratie zu steuern, damit die Wähler in Wahlen auch so wollen, wie sie, natürlich nur zu ihrem eigenen Wohle, wollen sollen. Wie kann es zu einer solchen Entwicklung kommen, dass die Steuerung von Meinung und Demokratie geradezu zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist? Wie kann es dazu kommen, dass für die grundlegenden gesellschaftlichen Fragen Wahlen nahezu keine Rolle mehr spielen und dass die großen politischen Fragen mittlerweile weitgehend von Akteuren und Instanzen entschieden werden, die keiner öffentlichen Kontrolle mehr unterliegen. Dass also die Demokratie in ihrem Kern ausgehöhlt wurde. Wie kann es dazu kommen, dass wir aus den Folgen dieser Entwicklung nicht mehr die angemessenen politischen Schlüsse ziehen, sei es die Zertrümmerung des Sozialstaates, die Prekarisierung von Lohnarbeit, die Preisgabe des Staates an die Finanzmärkte, die Zunahme eines Überwachungs- und Sicherheitsstaates, die Osterweiterung der NATO und die Förderung von völkerrechtswidrigen Kriegen von Kosovo bis Syrien. Warum wählen angesichts solcher gravierender Folgen, warum wählt eigentlich der überwiegende Teil der Wähler immer noch gerade diejenigen Parteien, die für genau diese Entwicklung politisch verantwortlich sind? Applaus
Um diese Dinge zu verstehen, müssen wir zunächst fragen, wer hat eigentlich ein Interesse daran zu steuern? Das heißt, wir müssen die Zentren der Macht identifizieren. Und wir müssen fragen, warum ist es eigentlich so leicht, uns zu steuern? Das heißt, wir müssen die Schwachstellen unseres Geistes besser kennenlernen, die man nutzen kann, um uns zu manipulieren. Wir haben also eine doppelte Aufgabe, uns besser zu verstehen und unseren politischen Gegner zu verstehen. Das ist keine leichte Aufgabe, die wir nur gemeinschaftlich bewältigen können. Aber es ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen, wenn unsere Vorstellung von einer gerechten und solidarischen, menschenwürdigen Gesellschaft auf mehr zielen als nur darauf, den Zentren der Macht einige kleine Verbesserungen des Status quo abzuringen. Versuchen wir also etwas Ordnung in das Thema zu bringen. Und ich will, sobald ich meinen Tele wieder gefunden habe, ich mach's mal so. Kann ich hier vielleicht runter? Nein. Der Hosentisch? Auch nicht. Sehen Sie, so beginnt das mit der Steuer. Ich hab's. Entschuldigung. Ich möchte beginnen mit einigen psychologischen Vorbemerkungen, was eigentlich Manipulation bedeutet. Alle sozial lebenden Lebewesen, die die Befähigung zur Kommunikation haben, sind geradezu darauf angewiesen, mentale Zustände der anderen zu manipulieren, in einem psychologischen Sinne. Das heißt, wenn Sie ins Kino gehen, wenn Sie versuchen, jemanden zu überreden, mit Ihnen ins Kino zu gehen, und der will gar nicht mit Ihnen ins Kino gehen, dann versuchen Sie, seine mentalen Zustände so, sagen wir mal, hinzurichten, dass er mit Ihnen ins Kino geht. Das ist psychologisch gesehen, im technischen Sinne, eine Manipulation. Im Alltag sprechen wir aber nicht von Manipulation, weil das geradezu das Medium ist, in dem wir so leben wie der Fisch im Wasser. Das gehört zu unserer Grundausstattung. Das ist das Wesen des Sozialen. Wir sprechen dann eben von Überreden. Wenn ein Künstler, sei es im Schauspiel, in der Oper, im Kino, im Film, wenn ein Künstler etwas macht, was dazu dient, bestimmte affektive Zustände in ihn auszulösen, dann ist das im psychologischen Sinne eine Manipulation. Im technischen Sinne ist es eine Manipulation. Wir fühlen uns aber nicht manipuliert. Einmal, weil wir das Gefühl haben, wir durchschauen die Situation, wir haben die Kontrolle über die Situation. Wir fühlen uns nicht manipuliert, wir fühlen uns gut unterhalten. Also im psychologischen Sinne gehört die Beeinflussung mentaler Zustände anderer zu unserem psychologischen Design. Und das gilt auch für alle anderen Arten, die sozial organisiert sind und die kognitiv hinreichend komplex sind, die über diese Fähigkeit verfügen. Hier haben Sie ein Beispiel aus dem Stuttgarter Zoo. Schimpansen, die uns... Gorillas! Danke. Und hier haben Sie ein anderes Beispiel, weil man in jüngerer Zeit entdeckt hat, dass diese Fähigkeit, diese komplexen Fähigkeiten sich auch bei einigen Vögeln finden. Vögel sind bislang in ihrer
kognitiven Konstitution sozusagen weit unterschätzt worden. Deswegen nennt man sie auch heute gefiederte Affen. Es gibt also einige Vögel, die weit höhere Fähigkeiten hatten, wo man dachte, die kann ein Vogelgehirn gar nicht leisten. Beispielsweise hier bei den kaledonischen Krähen finden wir eine Fähigkeit, wenn die Krähe ein Futter hat, was sie verstecken will, weil sie es im Moment nicht essen möchte, und sich beobachtet fühlt, dann tut sie so, als würde sie es an einem Ort verstecken. Sie gräbt also mit dem Schnabel darum, tut so, als würde es verstecken, sodass die beobachtenden Krähen, dass deren mentale, da wird die Meinung wieder manipuliert, den Eindruck haben, die Krähe hat das da versteckt. Also Manipulation ist zunächst etwas Neutrales und wir müssen erst mal rauskriegen, wann wird die Sache eigentlich zu einem Problem. Die Manipulation der Zustände anderer ist eine ganz alte Geschichte. Beispielsweise hat sich die antike Rhetorik da schon mit beschäftigt und hat ein ganzes Handwerk der Manipulation, das nannte man dann Rhetorik, Überredungskunst, ganze Handbücher der Rhetorik, in denen alle möglichen Tricks aufgelistet waren, wie man sozusagen auf der Klaviatur unseres Geistes spielen kann, um etwas zu bewirken. Da finden Sie dann solche Regeln drin wie das Argumentum ad nauseam. Das heißt, man wusste, wenn ich irgendeine falsche oder echte Tatsache oder eine Meinung immer wieder wiederhole, sozusagen bis zum Erbrechen, dann gibt es den psychologischen Effekt, dass der Empfänger mit der Zeit den Wahrheitsgehalt dieser Nachricht immer höher einschätzt. Das ist mittlerweile auch in vielen Experimenten immer bestätigt. Sie müssen also Dinge nur hinreichend häufig wiederholen, dann steigt der subjektive Wahrheitsgehalt einer Aussage. Und es gab viele andere Dinge, von denen man damals schon sehr gut Bescheid wusste. Beispielsweise unser, wenn Sie so wollen, eingebauter Wortaberglaube. Wir neigen zu der Auffassung, dass wenn wir ein Wort hören, dass dem Wort auch ein Sachverhalt in der Welt entspricht. Das ist unser angeborener Wortaberglaube. Das ist ein ganz mächtiger Effekt, der in allen Bereichen, in der Rhetorik, in der Werbung und auch in der Politik immer wieder genutzt wird, weil der Effekt so stark ist. Der Neoliberalismus hat das extrem verfeinert und ausgearbeitet. Die ganze Sprache des Neoliberalismus beruht auf dem Nutzen unseres Wortaberglaubens. Wenn Sie Worte wie Reform oder Bürokratieabbau hören, die sind so entworfen, dass der Hörer, der Bürger positive Gefühle dabei hat und sagt, das kann ja nichts Schlechtes sein, das ist positiv, und nicht darüber nachdenkt, dass Reform und Demokratieabbau in der Bürokratieabbau in der Regel bedeutet, Konzerne und Reiche vor einer öffentlichen Kontrolle zu schützen, zu deregulieren, nennt man das, klingt auch positiv, und sogar dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft eigentlich von Unbill des Marktes geschützt wird. Eine sehr starke Form, die auf uns eine ganz große Macht hat in der Sprache, sind Metaphern. Bilder, Sprachbilder, denen können wir uns kaum entziehen. Sprachbilder ergreifen uns sozusagen. Und wenn jemand die richtigen Sprachbilder findet, kann er das Denken manipulieren. Er kann es nicht nur manipulieren, er kann sogar das Denken fast lahmlegen. Mächtige Sprachbilder im Neoliberalismus sind die Natur. Dankeschön. Mächtige Sprachbilder im Neoliberalismus sind die sogenannten Naturgesetzlichkeiten des Marktes. Man kann dem Markt so wenig entgegensetzen wie dem Wetter. Das ist einfach. Man kann ihn nicht bekämpfen, weil er ja nur beschreibt, was die Naturgesetzlichkeiten des Marktes sind. Das ist eine ganz wirkmächtige, wie Sie wissen, Metapher.
Wann fängt das Problem an? In dieser Situation der Rhetorik und auch unser Kinobeispiel ist die Beeinflussung mentaler Zustände symmetrisch. Das heißt, jeder kann in die Rolle des anderen schlüpfen und hat die gleichen Techniken zur Verfügung, mit denen er den anderen überreden kann. Symmetrisch heißt sozusagen Waffengleichheit. Wir können die Rollen tauschen. Und durch diese Symmetrie bleibt der Effekt von Manipulation sozusagen eingegrenzt, weil wir einfach durch Rollentausch einen umgekehrten Effekt kriegen. Wenn sich jetzt Interessengruppen bilden und sagen, wir tun uns mal zusammen, wir tun uns mal zusammen, wie hier in dem Bild eines holländischen Barockmalers, wir tun uns mal zusammen, dann können wir nämlich unsere Mittel zusammenwerfen und können über ganz andere Techniken verfügen, andere zu überreden. Das ist die Entstehung von Lobbygruppen. Jetzt haben wir nicht eine symmetrische Situation, jetzt haben wir eine asymmetrische Situation. Das heißt, Lobbygruppen verfügen über sehr viel mehr Geld als ein Einzelner. Und sie können auch über Medien verfügen, die einem Einzelnen so nicht zur Verfügung stehen. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Es geht nicht sozusagen um Manipulation anderer, es geht um Manipulation in einem Machtkontext. Ein Machtkontext ist immer asymmetrisch. Und wir müssen fragen, wie groß ist eigentlich die Asymmetrie in diesem Machtkontext? Ich will Ihnen nur ein Beispiel nehmen, damit Sie ein Gespür für die Relationen kriegen, was gerade durch die Presse ging. Wenn eine Lobbygruppe sagt, wir können zur Überredung der anderen, zur Manipulation, zur Steuerung der anderen, pro Tag 2,7 Millionen haben wir zur Verfügung, dann sehen Sie, dass das eine gigantische Asymmetrie ist, der Einzelne eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen hat. Das war genau die Situation, die Lobbygruppe, um die es hier ging, ist die Wall Street, die im letzten US-Wahlkampf 2 Milliarden nur in Meinungsmanipulation gesteckt hat. Wir schauen uns nachher noch an, wer die Akteure sind, die so etwas betreiben. 2,7 Milliarden nur in Meinungsmanipulation gesteckt hat. Und das ist nur eine der Lobbygruppen. Es gibt ganz viele andere Industrieverbände, die ebenfalls viele Milliarden in diese Wahlkämpfe stecken. Und jetzt sehen Sie, das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass wir andere überzeugen, nicht, dass wir versuchen, mentale Zustände anderer zu manipulieren. Es geht um den Machtkontext. Damit sind wir jetzt beim Thema Meinungsmanagement und Demokratie. Und ich möchte gerne in einem ersten Teil des Vortrages möchte ich den allgemeinen roten Faden schildern, um Ihnen deutlich zu machen, was sozusagen die allgemeinen Hintergründe, die allgemeine Entwicklung ist. Und das will ich machen mit einem Blick auch immer wieder auf die Sozialgeschichte, weil wir viele Dinge besser verstehen können, wenn wir an die Ursprünge zurückgehen, weil an den Ursprüngen diese Dinge noch klarer erkennbar sind als 50, 100 Jahre später, wo das alles schon mit einer großen Legitimationsrhetorik sozusagen überzogen ist. Und in einem zweiten Teil möchte ich Ihnen dann aktuelle, konkrete Beispiele dazu geben, wie diese Dinge betrieben werden. Also schauen wir uns an, Meinungsmanagement und Demokratie. Einer der Gründungsväter der amerikanischen Demokratie, Madison, brachte klar zum Ausdruck, dass jede Art von Regierung auf Meinung beruht. Jetzt ist darin bereits ein Spannungsverhältnis angelegt, weil die Gründungsväter, nicht nur Madison, die Gründungsväter der USA waren überwiegend der Auffassung, dass man dem Volk nicht trauen könnte.
Die hatten ein ganz großes Misstrauen in das Volk. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis, wenn man Demokratie haben will und Misstrauen ins Volk hat. Das beißt sich irgendwie. Sie hatten ein ganz großes Misstrauen in das Volk. Und Madison war jetzt der Auffassung, die Meinung des Volkes kann nur dann etwas zählen, wenn sie durch die politischen Repräsentanten gefiltert wird und dann wieder in das Volk zurückgelegt wird. Ohne Filterung ist die Meinung des Volkes einfach wertlos. Das heißt, die politischen Repräsentanten, sagt Madison, wissen besser, was das Volk eigentlich will, als das Volk. Das ist die Prämisse. Das Volk weiß nicht, was es will. Das wissen eigentlich nur die politischen Repräsentanten. Die öffentliche Meinung, die von den Vertretern des Volkes ausgesprochen wird, steht mit dem Gemeinwohl mehr im Einklang als die Meinung des Volkes selbst. Lass das Volk reden. Wir müssen dem Volk sagen, was es reden soll. Und dann machen wir das, was das Volk uns sagt, was wir ihm gesagt haben, was es machen soll. Das ist die asymmetrische Situation. Madison bezog sich darauf auf einen berühmten schottischen Philosophen, David Hume. Hume hat das als erster sehr klar, der Sachverhalt ist ja eigentlich recht naheliegend, ist nichts Tiefes. Aber David Hume hat ihn sehr pointiert zum Ausdruck gebracht und hat gesagt, wie kommt es eigentlich, dass sich die Mehrheit der Nichtbesitzenden von der Minderheit der Besitzenden regieren lässt. Nichts erscheint erstaunlicher als die Leichtigkeit, mit der die vielen von den wenigen regiert werden und die stillschweigende Unterwerfung, mit der Menschen ihre eigenen Gesinnungen und Leidenschaften denen ihrer Herrscher unterordnen. Das ist komisch. Demokratie heißt ja, man muss ja nur abstimmen, dann hätte man soziale Gerechtigkeit. Fragt man nun, wie es zu diesem Wunder kommt, so stellt man fest, zumal die Regierten die Stärke, also die Mehrzahl auf ihrer Seite haben, die Regierenden durch nichts gestützt werden als Meinung. Wie kann man jetzt diese Dinge unter einen Hut bringen? Dass die Besitzenden natürlich ihren Status nicht gefährden wollen, ihn aber durch die Mehrzahl der Nichtbesitzenden gefährdet sehen, eine Demokratie auf Meinung aufgebaut ist, da hatten sie die gute Idee, Demokratie benötigt zwangsläufig Meinungsmanagement, sonst ist sie gefährdet, den Status der Besitzenden zu gefährden. Nur durch Kontrolle der Meinung lässt sich die Mehrheit der Nichtbesitzenden von einer Minderheit der Besitzenden regieren. Diese Dinge wurden damals noch ganz offen, sehen Sie an den Zitaten, wurden ganz offen diskutiert. Das war das Paradoxon der Demokratie. Reine Demokratie kann nicht funktionieren, sie ist gefährlich. Wir müssen also eine Möglichkeit finden, das Risiko aus der Demokratie rauszunehmen. Dazu braucht man Meinungsmanagement. Und einer der Väter, berühmte Vater der Propagandaforschung, Harold Laswell, sagte, Meinungsmanagement ist kostengünstiger als Gewalt. Wir können uns Panzer ersparen, wir können uns Geheimpolizei ersparen, wir können uns Bestechung ersparen, wenn wir die Techniken des Meinungsmanagements besser beherrschen. Das ist die effizienteste und beste Form der Kontrolle der Bevölkerung, weil sie anders als Gewalt auch keinen Widerstand hervorruft. Wir sind eher bereit, das hinzunehmen, weil es sanfte Methoden sind. Wir kriegen es gar nicht richtig mit. So, das führt uns dann zu dem allgemeinen Problem. Wer bestimmt eigentlich in einem Gemeinwesen die politischen Entscheidungen?
Der natürliche Gegensatz in einer Gemeinschaft ist natürlich der zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, zwischen Landbesitzern im Feudalismus und Besitzlosen. Es gibt natürliche sozusagen Spannungsverhältnisse in einer Gesellschaft. Wer bestimmt politische Entscheidungen? Und das war am Anfang so, dass sozusagen alle Seiten versucht haben, sich in entsprechenden Interessengruppen zu organisieren, um die Dinge in Balance zu halten. Beide Seiten gründen also Lobbygruppen. Madison stellt fest, dass solche Lobbygruppen überhaupt sich rausbilden müssen, liegt daran, dass es unterschiedliche, natürliche, unterschiedliche Interessen gibt. In diesem Fall hier die Besitzlosen und die Besitzenden. Lobbygruppen sind selbst ein Resultat einer, stellt er ganz klar fest, der vielfältigen und ungleichen Eigentumsverteilung. In jeder Gesellschaft ist es die ungleiche, extrem ungleiche Eigentumsverteilung, die erst zu solchen Gruppen Anlass gibt. So, dieses Problem, dieses Madison-Problem, zieht sich bis heute eigentlich durch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus dem kürzlich veröffentlichten Armutsbericht der Bundesregierung. Haben Sie vielleicht mitgekriegt, gab es ein bisschen Unruhe, weil die Merkel-Regierung einige Passagen wieder rausgenommen hat, die sie etwas zu risikoreich empfunden hat. Die Autoren haben dann in der Zeit dazu Stellung genommen und sagen, wie aber entscheidet die Politik, wenn Arm und Reich nicht dasselbe wollen, eher im Sinne der Armen oder eher im Sinne der Reichen, und stellen dann aus ihren empirischen Untersuchungen etwas fest, was sie die Krise der Repräsentation nennen. Die Meinungen der Reichen spielen bei politischen Entscheidungen praktisch keine Rolle mehr. Entschuldigung. Ich bin schon im Utopie-Modus. So, wie sieht die Entwicklung aus? Beide Gruppen gründen also Lobbygruppen, das ist in der Tat passiert. Die Interessenvertretung der Arbeiter, kennen Sie aus der Geschichte, war am Anfang ausgesprochen erfolgreich. Das war in der Tat die erste Form einer Internationalisierung, war ausgesprochen erfolgreich, relativ wirkmächtig. Das widersprach natürlich den Vorstellungen von Demokratie der Arbeitgeber, sodass sie da etwas machen mussten, damit die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Die Besitzenden haben das gemacht, was wir für unser Anliegen heute versäumen. Sie haben sehr sorgfältig die Geschichte der Arbeiterbewegung studiert und sehr sorgfältig die Techniken, das Scheitern, die Erfolge analysiert, um dann auf dieser Grundlage Strategien zu entwerfen, wie man diesen Erfolg zunichte machen kann. Das war, wir sind jetzt etwa 1920, 1930, das war die Zeit, wo die Sozialwissenschaften explodierten. Die Sozialwissenschaften waren sozusagen ein Kind. Also das Aufblühen der Sozialwissenschaften war ein Kind dieses Madison-Problems. Wir brauchen Techniken, wie man Arbeiterbewegung zersetzen kann. Dazu müssen wir soziale Bewegungen studieren. Sodass dann die Besitzenden mit der Hilfe von Thinktanks, mit Hilfe von Universitäten und der explodierenden Sozialwissenschaften sehr sorgfältig studierten, worauf beruhte dieser Erfolg. Und das führte in relativ kurzer Zeit natürlich zu der Schieflage, dass der Einfluss der sozusagen solidarischen Interessengruppen immer mehr geschwunden ist. Wie das im Einzelnen passiert ist, da gibt es eine, kann man mittlerweile ganze Bibliotheken mitfüllen, das ist enorm gut untersucht.
Und es ist interessant, dass wenig von dem, was da rausgefunden wurde, irgendwie in den öffentlichen Diskussionsraum gekommen ist. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen. Einmal ein Klassiker von der Sozialhistorikerin Fons Wolf, die untersucht hat, mit welchen Mitteln Fabrikanten versucht haben, Falschidentitäten zu erzeugen, um das Solidaritätsgefühl der Arbeiter untereinander aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass Arbeiter sich nicht mehr miteinander solidarisieren. Sie beziehen ihre Identität nicht mehr daraus, dass sie Arbeiter sind, sondern sie beziehen ihre Identität daraus, dass sie Bayer Leverkusen Arbeiter sind. Wir sitzen alle in einem Boot. Dazu wurden Fußballvereine ganz systematisch, haben die Sozialwissenschaften ganz viel Hilfestellung gegeben. Es wurden Firmenweihnachtsfeste gemacht. Es wurden Firmen-T-Shirts gedruckt mit Firmenlogo. Man hat systematisch die Identität, die alte Identität aufgebrochen, sodass dann die Bayer-Arbeiter gegen die BASF-Arbeiter waren und sich stattdessen mit der Firma identifizierten. Fabrikanten organisierten Multimillionen-Dollar Public Relation-Kampagnen. Das ist übrigens interessant, das Wort Public Relation, das war auch genau aus dieser Entstehung der Sozialwissenschaften. Man nannte das erst, als diese Dinge entstanden, nannte man das Propaganda. Das war bei Bernays und Laswell. Die haben das ganz offiziell Propaganda genannt. Und als Goebbels dann so ein begeisterter Anhänger von denen war, hat man hinterher gesagt, es ist jetzt anrüchig. Wir nennen das um, wir nennen es jetzt mal Public Relation. Also Public Relation ist eigentlich nichts anderes als Propaganda. Dadurch sollten die Arbeiter dazu gebracht werden, ihr eigenes soziales, wirtschaftliches und politisches Wohlergehen mit dem Wohlergehen ihrer Arbeitgeber zu identifizieren. Das ist pervers. Das ist eine wirkliche Verdrehung ihrer Interessen. So, und dieses Buch zeichnet das in den Details nach. Diese Dinge sind alle gut untersucht. Was passiert dann in diesem Gefolge? Die Entwurzelung von den eigenen emanzipatorischen Leitideen. Man muss die Idee einer solidarischen Gesellschaft zum Verschwinden bringen. Genau das ist dann in der Thatcher-Revolution passiert. There is no such thing as society. Die Idee der Gemeinschaft wird zerstört. Wie konnte es passieren mit dieser Leichtigkeit? Thatcher hat gesagt, wir wollen die Herzen und die Seele ändern. Es geht uns gar nicht nur um eine Wirtschaftsreform. Wir wollen den Menschen als Ganzes ändern. Wir wollen Herzen und Seelen ändern. Warum konnte das so leicht, warum hatte der Neoliberalismus ein so leichtes Spiel, diese Dinge zu machen? Und 1984 steht da genau sozusagen, als habe ich jetzt mit symbolisiert, das war das Jahr, in dem der britische Bergarbeiterstreik mit unglaublicher Gewalt durch die Thatcher-Regierung zerschlagen wurde. Damit war eigentlich den Gewerkschaften in England das Genick gebrochen. Das heißt, man hat systematisch Techniken entwickelt, die können Sie in den alten, die wurden in Büchern auch niedergelegt, können Sie nachlesen. Wie kann man soziale Bewegungen zersetzen? Da gibt es heute ein unglaubliches Wissen, soziale Bewegungen zu zersetzen. Und deswegen darf man sich nicht verwundern, wenn, kriegen Sie immer wieder mit, die Occupy-Bewegung, die mit einem enormen Enthusiasmus gestartet ist, in dem Moment, wo sie drohte, politisch wirksam zu werden, wurde sie blitzschnell zersetzt. Ähnliche Sachen haben sie mit Podemos, mit Corbyn in England und so weiter. Das heißt, es gibt ein ganzes Arsenal von Techniken, wie kann man soziale Bewegungen zersetzen. Und einer der gravierenden, besonders gravierenden Effekte ist, wenn man soziale Bewegungen von ihrer eigenen Geschichte entwurzelt. Wir sind eigentlich heute von unserer eigenen Sozialgeschichte, Ideengeschichte solidarischer Bewegung entwurzelt. Wir haben einen Gedächtnisverlust
Und mit einem Gedächtnisverlust haben sie einen Identitätsverlust. Und das war eine ganz wichtige Methode. Wie kann ich die Leute von ihrer eigenen Geschichte entwurzeln? Und dann steht all das, was die Identität ausgemacht hat von solchen Solidarbewegungen, steht im öffentlichen Diskussionsraum einfach nicht mehr zur Verfügung. Es ist weg. Damit so etwas passieren kann, brauchen Sie eine systematische Blockade aller Vermittlungsmechanismen. Denn wer vermittelt denn eigentlich zwischen der Studie, die ich gerade genannt habe, und der Öffentlichkeit? Da müsste eine breite Schicht von Medien, von Intellektuellen, von anderen, müsste dieses Wissen in die Öffentlichkeit bringen. Diese Vermittlungsmechanismen, die überhaupt erst emanzipatorischen Bewegungen eine Identität geben, die sind gestört. Wir sind auch historisch atomisiert und entwurzelt. Und dann fehlt natürlich die gesellschaftliche Kraft für eine Änderung. Und das war intendiert. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel aus der umfangreichen Literatur, ebenfalls von einem Sozialhistoriker, ist 2015 erschienen, ein wirklich brillantes Buch, wo er im Detail untersucht hat, mit welchen Techniken schafft man es eigentlich, soziale Bewegungen in dieser Weise zu zersetzen, wie das passiert ist. Ich gebe nur ein ganzes Spektrum von Dingen. Ein Beispiel, was sich schnell diskutieren lässt, die Kultur des Konsumismus fördert eine Identität und individuellen Lebensstil fokussierte Form von Gesellschaftspolitik. Sie fördert die Infantilisierung und eine unersättliche Gier nach immer mehr und immer neuartigen Formen von Falschidentitäten. Schauen Sie auf Facebook, schauen Sie auf sonst was, schauen Sie auf die alltägliche Lebenserfahrung. Es gibt eine Gier nach Identitäten, nämlich Falschidentitäten, die mit ihrer eigenen Lebenswelt nichts mehr zu tun haben. Und das nennt er die Privatisierung der Utopie. Wir haben die gesellschaftliche Utopie aufgegeben, und die Utopie ist, seine eigenen Identitäten zu optimieren, seine Sichtbarkeit im Netz zu optimieren und so weiter. Einer der Vorgänger davon war Edward Bernays, haben Sie vielleicht schon von gehört, das ist der Vater der Propagandaforschung. Ein raffinierter Kopf, der sehr erfolgreiche Marketing- und Propagandakampagnen entworfen hat, einmal um Guatemala zusammenzuschießen, aber auch um ein Problem zu beseitigen, was die Tabakindustrie damals hatte, dass etwa 50% der Kunden zum Rauchen nicht zur Verfügung stand. Das war ein Skandal, ein kultureller Skandal, dass Frauen nicht geraucht haben. Da sagte man, da muss man etwas dran machen. Man muss diese Schicht als Konsument erschließen. Dann hat er eine Identitätskampagne entwickelt, Believe in Yourself. Zigaretten sind Fackeln der Freiheit. Frauen, die für die Emanzipation kämpfen, müssen rauchen. Das war eine der erfolgreichsten Kampagnen. In kurzer Zeit gehörte das sozusagen zum Ausdruck der Emanzipation zu rauchen. Das heißt, dieses Problem, was wir vorhin hatten, die Lobbygruppen, verschärfte sich immer mehr. Wir finden auf der einen Seite nicht mehr eine Interessenvertretung von Arbeitern, von solidarischen Gemeinschaften. Wir finden eine Atomisierung der Bevölkerung. Die hat natürlich keine gesellschaftliche Kraft mehr. Das sollte sie auch nicht. Das war gerade die Idee. Auf der anderen Seite finden wir eine zunehmende Vernetzung der Besitzenden. Und jetzt kommt dazu, dass mit dem Finanzkapitalismus das Kapital keine nationalen Grenzen mehr hatte. Während die eine Bewegung sozusagen an die nationalen Grenzen gebunden war, hatte die andere Seite die Möglichkeit, sich international zu vernetzen. Das hat die Asymmetrie nochmal gigantisch gesteigert. Und die Situation, die wir heute auf dieser Seite haben, ist eine extreme Vernetzung von Machtstrukturen. Ich werde Ihnen dann später noch Beispiele
weil das auch sehr gut untersucht ist, Beispiele dazu nennen. Die Situation ist jetzt sozusagen, wenn wir es in den letzten 100 Jahren ansehen, fast aussichtslos in der Größe der entstandenen Asymmetrie dieser Auseinandersetzung. Es entstanden jetzt gigantische Machtstrukturen, die eine Reihe von ganz zentralen, ganz wichtigen Eigenschaften haben, die wir uns klar machen müssen. Diese Machtstrukturen, die hier entstanden sind, sind demokratisch nicht legitimiert und sie sind durch keinen Prozess der Wahl mehr abwählbar. Die wichtigsten Machtstrukturen unserer Gesellschaft sind dem Wähler gar nicht mehr zugänglich. Diese Machtstrukturen sind jeder Rechenschaftspflicht entzogen, sind öffentlich unsichtbar. Das heißt, und das wurde auch explizit gesagt, man möchte nicht, dass der normale Bürger überhaupt weiß, dass sie existieren. Sie sollen im öffentlichen Diskussionsraum unsichtbar sein. Und sie haben die Eigenschaft, dass sie zunehmend mit staatlichen Organisationsstrukturen verschmelzen. Die Grenzen werden durchlässig. Der Höhepunkt dieser Entwicklung wurde, weil das genau sozusagen das Ziel des Neoliberalismus war, im Neoliberalismus erreicht. Der Neoliberalismus hat sich staatliche Strukturen zur Beute gemacht und mit den Mitteln des Staates Konzerne und Reiche einer öffentlichen Kontrolle entzogen und von Beiträgen zu Gemeinschaftsaufgaben befreit. Das war explizite Stoßrichtung des Neoliberalismus und das ist ihm auf diese Weise in einem erschreckend großen Maße gelungen. Der Neoliberalismus tut zwar immer so, als hätte er noch was mit dem klassischen Liberalismus zu tun. Der klassische Liberalismus war ja gegen den Staat und wollte den Bürger vor dem Staat schützen. Der Neoliberalismus kämpft gar nicht gegen den Staat, sondern er möchte sich den Staat zur Beute machen. Er möchte den Staat für seine Anliegen nutzen und ihn zu einem Interventions- und Subventionsstaat für die Reichen machen. Auch zu diesen Analysen, ich fasse das hier sehr abstrakt zusammen, gibt es ganze Bibliotheken von Büchern, von Stieglitz, Mirowski, Wolfgang Streeck und vielen anderen. Es gibt ganze Bibliotheken von Büchern, die genau diese Entwicklung analysieren. Er hat eine Vielzahl von Mechanismen entwickelt, durch die sich ökonomische Macht in politische Macht transformieren lässt. Auch da kommen wir noch drauf, was da einige dieser Mechanismen sind. Dass das so ist, das heißt, dass die eigentlichen Strukturen einer demokratischen Kontrolle gar nicht mehr zugänglich sind, schlägt sich einmal natürlich in unserem subjektiven Erleben, in unserer gesellschaftlichen Alltagserfahrung nieder. Das Interessante ist jetzt, da komme ich jetzt auf eine Studie, es schlägt sich nicht nur in unserem subjektiven Erleben wider, man kann es auch objektiv erfassen und quantifizieren. So, die klassische Studie ist erst 3 Jahre alt, hat eine Arbeitsgruppe in Princeton gemacht, von Gilles. Die haben untersucht, bei politischen Entscheidungen, die in die eine oder andere Richtung gehen können, haben sie sich 1700 Entscheidungen rausgesucht, politische, zu denen es ganz genaue Umfragen gab, welche Präferenzen hatten eigentlich welche Einkommensgruppen und welche Teile der Bevölkerung und haben dann die Präferenzen der Bevölkerung mit den tatsächlichen Entscheidungen verglichen. Fragt man sich auch, warum haben die das nicht eher gemacht? Ist ja keine besonders tiefgehende Idee. Die haben das methodisch sehr ausgefeilt gemacht, das ist eine methodisch sehr anspruchsvolle Studie. Und was sie da gefunden haben, ist, dass die Meinung des durchschnittlichen Amerikaners nur einen vernachlässigbaren fast null, das ist ein Zitat, fast null Einfluss auf politische Entscheidungen hat.
Das heißt, das Madison-Problem ist aus Sicht der Machteliten zufriedenstellend gelöst worden. Die Meinung des Bürgers spielt keine Rolle mehr. Politische Entscheidungen werden von mächtigen Wirtschaftsorganisationen und einer kleinen Anzahl von wohlhabenden Amerikanern dominiert. Also nochmal, ich zitiere keinen Verschwörungstheoretiker. Das ist der Befund einer empirischen Untersuchung, zu der es im Gefolge dieser Studie mittlerweile eine ganze Reihe gibt mit ähnlichen Ergebnissen. 70% der Bevölkerung, nämlich die unteren 70 auf der Einkommens- und Besitzskala, haben überhaupt keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Ja, es ist doch kein Wunder, dass die Bevölkerung in Apathie und Lethargie versinkt und dann Zuflucht sucht in irgendwelchen politischen Positionen mit hässlichem Gesicht, wo sie hoffen, dass sie darüber überhaupt noch wieder Einfluss kriegen können. Wolfgang Streeck, der eine Reihe von tiefschürfenden und sehr luziden Analysen zur Beziehung von Neoliberalismus und Kapitalismus vorgelegt hat, hat das feinsinnig dialektisch so formuliert: Wir entscheiden gar nichts, das wird für uns entschieden, von den Märkten und ihrem Gefolge den Regierungen. Etwas zu sagen haben wir, werden wir erst, wenn wir verstanden haben, dass wir grundsätzlich erst einmal nichts zu sagen haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Widerstand dagegen hat überhaupt erst dann eine Chance auf Erfolg, wenn wir eine realistische Einschätzung der Situation haben. Und davor drücken wir uns. So, jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen und das, was ich jetzt ein bisschen abstrakt gemacht habe, mit Beispielen füllen. Wir waren ja gestartet mit den verschiedenen Interessengruppen, die in einer funktionierenden Gesellschaft einen Ausgleich suchen. Das wurde eine Zeit lang auch im New Deal und sagen wir mal von den 30er bis in die 60er Jahre wurde versucht, einen gesellschaftlichen Ausgleich zu finden, in dem der Kapitalismus sich mit der Demokratie strategisch verbunden hat, weil er die Demokratie, die hat er nie geschätzt, aber er sah sie sozusagen als Produktivitätsmaschine an und musste dafür das Versprechen geben auf Vollbeschäftigung, auf angemessene Teilhabe an dem erwirtschafteten Gewinn und so weiter. Diese Situation hat sich mit dem Neoliberalismus geändert. Diese zeitweise Symbiose wurde sozusagen einseitig gekündigt, weil das Finanzkapital ganz andere Erwartungen an Rendite hatte und führte zu einer Situation, zu einer solchen Verschärfung der Situation, dass man nur noch die Metapher eines sozialen Krieges dafür verwenden kann. Der Neoliberalismus als Extremform des Kapitalismus und vermutlich auch als seine Endform ist die größte, nach dem europäischen Kolonialismus, die größte Umverteilungsprojekt der Geschichte. Das größte Umverteilungsprojekt von unten nach oben, von Süd nach Nord, vom öffentlichen Raum in den privaten Raum. Der Neoliberalismus ist ein Klassenkampf von oben, das wurde offen gesagt. Hier sehen Sie Warren Buffett, das berühmte Zitat. Es gibt ein Klassenbewusstsein wie der Reichen. Die Reichen haben ein Klassenbewusstsein, der Rest der Bevölkerung hat keins. Und es wurde offen gesagt, Sie finden es in der Presse, der Neoliberalismus ist ein Krieg gegen die Armen. Es steht in der Zeitung und wir machen nichts. Wo wir doch sonst immer, wenn Krieg ist, sofort aktiv werden. John Ziegler sagt, für die Völker des Südens hat der Dritte Weltkrieg längst begonnen.
Wolfgang Strieg, nach der Plünderung der öffentlichen Sphäre wechseln die plutokratischen Eliten zunehmend in den Endspielmodus, abkassieren, alles versilbern, die Brücken hinter sich abfackeln und nichts zurücklassen als verbrannte Erde. Dramatischer kann eine Situation eigentlich nicht sein. Warum hat das so relativ wenig Wirkung auf uns? Wir sind also in einer Kampfesituation und müssen deswegen Zuflucht nehmen bei einem der bekanntesten Strategen der Kriegskunst und Philosophen, Sun Tzu. Er sagt, wenn du dich und den Feind nicht kennst, brauchst du den Ausgang von 100 wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du zwar dich kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erringen. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Das ist die Situation, in der wir sind. Wir sind nicht bereit, den Feind zu kennen, und wir haben große Schwierigkeiten, das ist Psychologie jetzt, wir haben große Schwierigkeiten, uns selbst zu kennen. Wir haben also eine doppelte Aufgabe, wir müssen uns besser verstehen, weil systematisch die Schwachstellen unseres Geistes, sozusagen die Manipulationsschwachstellen, für eine solche Steuerung genutzt werden. Fangen wir kurz damit an, will ich Ihnen ein paar Beispiele geben, die hier politisch relevant sind. Was uns betrifft, welche Schwachstellen werden eigentlich genutzt? Unser Problem ist, dass wir eigentlich das Gefühl haben, wir sind Herr im eigenen Hause. Wir haben die Illusion der Kontrolle. Wir wissen, was Sache ist. Deswegen stört uns auch das Steuerungs- und Manipulationsproblem nicht so sonderlich, denn, seien Sie ehrlich, uns kann keiner was vormachen. Wir sind kritisch, wir sind wach, uns kann keiner was vormachen. Das ganze Manipulationsproblem betrifft natürlich die anderen. Die anderen sind hier alle schrecklich leicht manipulierbar. Diese Überzeugung, dass wir eigentlich die Dinge unter Kontrolle haben, genau die macht uns so anfällig für Manipulation. Und die ist in uns eingebaut. Das ist sozusagen Teil unserer psychologischen Natur. Jetzt kommt wieder, ist ja alles nicht schlimm, ist ja Psychologie. Jetzt kommt immer wieder das Problem in einer Machtsituation, das heißt Asymmetrie. In einer Machtsituation wirkt sich dieses Wissen ganz fatal aus, denn die Machteliten, die herrschenden Eliten, verfügen über sehr viel mehr Wissen über uns und die Schwachstellen für Manipulation als wir selbst. Wir haben keinen introspektiven Zugang. So wenig, wie Sie die Funktion Ihrer Leber beobachten können, sagen, ich gucke mir mal meine Leber an, welche Schwachstellen die eigentlich hat. Das ist alles gegen introspektive Einblicke abgeschottet. Die Funktionsweise unseres Gehirns ist vollständig, wir kriegen nur das Endprodukt mit, vollständig gegen introspektive Einblicke abgeschottet. Wir kriegen es nicht mit. Wir müssen es experimentell studieren, das machen Psychologie, Sozialwissenschaften, Kognitionsforschung, das wird an Universitäten und Thinktanks betrieben. Dieses Wissen steht öffentlich zur Verfügung, aber nicht im öffentlichen Raum. Es fehlen wieder die Vermittlungsinstanzen. Die Machteliten haben die Vermittlungsinstanzen. Dieses Wissen wird in Thinktanks gebündelt, ausgewertet und gesagt, wie man es nutzen kann für Manipulationszwecke. Das ist wieder das Problem einer Asymmetrie. Schauen wir uns an, es geht hier um Steuerung von Meinungen. Wie entstehen eigentlich Meinungen? Will ich Ihnen ein paar Beispiele dafür geben. Einmal müssen wir uns klar machen, hier symbolisiert durch den Eisberg, was wir im subjektiven Erleben mitkriegen, ist nur die Spitze des Eisberges. Fast alle psychischen Vorgänge, versuchen Sie mal rauszukriegen, wenn Sie einen Satz gerade artikuliert haben, eine der komplexesten kognitiven Leistungen, die es gibt. Da können Sie einen Schimpansen oder auch einen Gorilla fragen.
versuchen Sie mal rauszukriegen, was Sie da eigentlich gemacht haben. Dann sagen Sie, keine Ahnung, ich produziere solche Sätze einfach. Wir kriegen es nicht mit. Diese internen Prinzipien sind abgeschottet. Wir machen eine sinnliche Erfahrung und wir produzieren eine Meinung. Die Psychologie hat ganz viel rausgefunden, was sind eigentlich die Gesetzhaftigkeiten, wie werden Meinungen auf der Basis von sinnlichen Erfahrungen gebildet. Der einfachste Fall ist Gewöhnung. Das ist so trivial, dass man es eigentlich gar nicht erwähnen muss. Es wird aber gezielt genutzt. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel von einem Militärjuristen, einem Hochrangigen aus Israel, der sagt, wenn man etwas nur lange genug tut, wird die Welt es akzeptieren. Wir haben die Idee der gezielten Tötung erfunden. Da das natürlich nicht legal ist, mussten wir das irgendwie mühsam reinbringen. 8 Jahre später wird es allgemein akzeptiert. Wir haben keine Schwierigkeiten, wenn Sie in der Zeitung etwas über Drohnenmorde lesen, sagen Sie, ja, muss ja auch was gegen den Terrorismus machen. Wir haben keine Schwierigkeiten, nationale Souveränitäten zu verletzen. Wir haben keine Schwierigkeiten, das Gewaltverbot des Völkerrechts, wie es auch in der UN-Charta kodifiziert ist, das wird laufend verletzt. Es stört uns nicht mehr, wir haben uns dran gewöhnt. Gewöhnung ist ein ganz gewaltiger psychologischer Effekt. Machen Sie es lange genug, dann mault auch keiner mehr. Das wird auch in der Politik natürlich systematisch gemacht. Claude Juncker hat das schön in seiner Offenheit auf den Punkt gebracht. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es kein großes Geschrei gibt, machen wir einfach weiter. Und die meisten begreifen gar nicht, was da beschlossen wurde. Und dann machen wir wieder weiter und wieder weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Also Gewöhnungseffekte sind eine Schwachstelle von uns. Selbst an gravierende Verletzungen moralischer Normen gewöhnen wir uns. Ein anderes Beispiel, was auch in der Psychologie mit Tausenden von Studien enorm gut untersucht ist, unsere Status Quo-Neigung. Wir lieben den Status Quo. Verständlich. Was sollen wir auch sonst? Und wir sind bereit, den Status Quo allen anderen Alternativen vorzuziehen, auch dann, wenn die Alternativen eindeutig besser sind. Wir haben eine Tendenz, die Nachteile des Status Quo kleinzureden. So schlecht kann es doch wohl nicht sein. Das ist doch der Satz, den wir uns, wenn wir Tagesschau gucken, wenn wir Zeitungen lesen, sagen wir, ist ja alles schrecklich, aber so schrecklich, dass ich jetzt mich bewegen müsste, ist es ja auch noch wieder nicht. Wir haben eine Tendenz, in ganz vielen Studien nachgewiesen, eigentlich eine fürchterliche Tendenz, den gesellschaftlichen Opfern des Status quo selbst die Schuld für ihre Situation zu geben. Wir haben eine Tendenz, den Status quo eigentlich als gerecht anzusehen. Er kann natürlich nicht ungerecht sein, wenn wir es zu was gebracht haben. Eine Gesellschaft, wo wir es zu ein bisschen was gebracht haben, muss ja irgendwie schon gerecht sein, denn sonst hätten wir es ja nicht zu was gebracht. Jetzt hat man in der Psychologie... Status Quo-Neigung ist natürlich immer vorherrschend und macht den Leuten was ganz Tolles. Wie kann man die jetzt fördern, dass die Leute verharren im Status Quo? Es gibt ganz viele Variablen, wie man das fördern kann. Die sind alle untersucht. Eine der wirksamsten, ist ja auch naheliegend, sind Ängste und Bedrohung. Man muss der Bevölkerung Angst einjagen, dann werden die alle Status Quo-Fans. Dann systematische Ablenkung von bewusstem Denken. Man muss sie mit Nichtigkeiten überschwemmen, dann kommen sie gar nicht mehr zum Nachdenken. Fördert auch die Status Quo-Neigung. Walter Lippmann, einer der ganz einflussreichen amerikanischen Intellektuellen, der Förderer einer Elite-Demokratie,
war, der sagte, es kann, Demokratie kann nur funktionieren, wenn das Volk nichts zu sagen hat, wenn es eine reine Zuschauerdemokratie ist, das Volk schaut zu und die Eliten machen. Sagte, was Wähler, wenn sie beunruhigt sind, am meisten wollen, ist gesagt zu bekommen, was sie wollen sollen. Was folgt daraus? Man muss Wähler nur beunruhigen. Wenn man sie hinreichend beunruhigt, dann lechzen sie gerade danach, dass man ihnen sagt, was sie wollen sollen. Das ist eine ganz banale Beobachtung, aber wieder etwas ganz Wirkmächtiges. Das heißt, durch eine Erzeugung von Beunruhigung lässt sich der Wähler am leichtesten lenken. Leswell hat das wieder auf den Punkt gebracht. Es darf keine Unklarheit darüber geben, auf wen sich der Hass der Öffentlichkeit zu richten hat. Gehen Sie die verschiedenen Zeiten in den Medien durch und Sie werden immer wieder finden, wie Hassobjekte konstruiert werden, um den Hass der Bevölkerung anzustacheln und die Bevölkerung auf diese Weise zu lenken. Wie kann man Unsicherheit erzeugen? Hatte Alan Greenspan ja schon bei seiner Senatsanhörung gesagt, das Wichtige ist Workers Insecurity. Man muss den Leuten Angst um den Arbeitsplatz geben. Dann ist eine marktkonforme Demokratie erreichbar. Ökonomische Unsicherheit ist ganz explizit immer wieder genannt, eine wichtige Methode zur Unsicherheitserzeugung, um die Lenkbarkeit zu erhöhen. Atomisierung, Fragmentierung sind Dinge, die wir schon hatten. Ich will noch zwei andere wichtige Dinge, die, damit Sie sehen, das ist ganz reichhaltig. Wir müssen unsere Eigenschaften unseres Geistes besser verstehen, damit wir wissen, wo sind wir eigentlich besonders anfällig für Steuerungen. Eine ganz wichtige Eigenschaft ist, wenn Sie komplexe Ereignisse haben. Ne, komplexe Ereignisse haben den Nachteil eben, dass sie komplex sind. Schwer irgendwie rauszukriegen, was da eigentlich war. Wenn wir jetzt eine Ursachenzuschreibung machen, dann neigen wir dazu, die eigentliche Ursprungsursache zu vergessen und nur auf den Augen. Wir sind immer im Banne des Augenblicks. Wir fragen nicht mehr, was ist da passiert, wie ist es dazu gekommen. Wir sagen nur, guck doch mal. Nehmen Sie ein aktuelles Beispiel, Kriegsursache, Syrien. Wir wissen gar nicht mehr, wie es zum Syrien-Konflikt gekommen ist, 2011 durch den arabischen Frühling, dann die Bewaffnung von den Rebellengruppen, erst durch die USA, dann ganz aggressiv durch die CIA. Dann gab es diesen False Flag Giftgasangriff 2013, der genutzt wurde, um einen völkerrechtswidrigen System Change, Systemwechsel. Haben wir alles vergessen? Einzige, was uns interessiert, ja, Trump hat das ja richtig explizit zur Blüte gebracht, wir sind bewegt, wenn wir einen Weißhelm sehen, der ein Baby, die Weißhelme sind besonders virtuos da drin, immer im rechten Moment ein Baby vor die Kamera zu tragen. Dann vergessen wir auch, dass die Weißhelme mutmaßlich eine Organisation sind, die durch die westlichen Regierungen gegründet worden sind, um die Akzeptanz für den Syrienkrieg zu erhöhen. Das interessiert uns alles nicht. Wir sind im Banne des Augenblicks. Das ist eine Eigenschaft unseres Geistes, können wir nicht zu, kann man nur durch Verstandeskontrolle in den Griff kriegen. Wir sind im Banne des Augenblicks. Wir haben eine kognitive Blindheit für die ursprünglichen Ursachen einer komplexen Situation. Das ist nicht nur rückwärts, wir haben auch eine kognitive Blindheit für die längerfristigen Folgen unseres Handelns. Wir hatten ja vorhin Klimawandel. Wir haben eine kognitive Blindheit, wir schauen bei den Konsequenzen unseres Handelns auf die kurzfristigen Konsequenzen, nicht auf die ziemlich komplexen und vielfach sozusagen miteinander zusammenhängenden Konsequenzen. Wir sind kognitiv blind für diese Folgen. Es gibt faszinierende Experimente in der Psychologie, die diese Blindheit für die Folgen unseres eigenen Handelns zeigen. Wir können nur durch Vernunftgebrauch gegensteuern. Unsere natürlichen Reaktionen sind dafür blind. Ein Beispiel, ein ganz wichtiges, was auch viel zu wenig diskutiert wird, ÖDP macht es.
Externalisierung, das heißt die Abwälzung der Folgen ökonomischer Entscheidungen auf die Gemeinschaft. Der Erfolg des Kapitalismus beruht, wenn man es ökonomisch formuliert, auf einem Marktversagen. Der Kapitalismus könnte gar nicht erfolgreich sein, wenn er nicht die tatsächlichen Kosten der Produktion nicht so berechnet, wie er sie berechnen müsste, sondern die tatsächlichen Kosten externalisiert und anderen oder nachfolgenden Generationen auferlegt. So, das ist das Problem der Gemeingüter, wo wir seit Jahrzehnten massiven Raubbau betreiben. Das heißt, der ganze Erfolg der Industrieländer beruht ja eigentlich darauf, dass sie die Kosten ihres eigenen Lebensstandards nicht fair berechnen, sondern anderen oder anderen Generationen auferlegt. Die Entscheidungsbasis der Kalkulation von Kosten ist zwangsläufig im Kapitalismus. Das ist seine Rationalität. Er könnte gar nicht anders funktionieren. Das ist seine Rationalität. Ein Konzernchef, der sagte, ich berechne mal die Produktkosten inklusive dieser Externalisierungskosten, würde zu Recht von den Aktionären sofort verklagt oder verjagt. Es geht gar nicht. Er ist gezwungen, diese Kosten anderen aufzulegen. So, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz zentrales Problem. Es wird in der Ökonomie, wird das alles diskutiert. Es findet aber nicht den Weg in den öffentlichen Raum. Warum eigentlich nicht? Warum sind die Vermittlungsmechanismen blockiert, die zeigen, dass die Externalisierung sozusagen eine im Konzept angelegte Perversion ist, die Zerstörung öffentlicher Gemeingüter in systematischer Weise. Das heißt, unsere Wirtschaftsordnung beruht auf der Notwendigkeit der Maximierung privater Gewinne durch Substanzverzehr und Schädigung von Gemeingütern. Das ist angelegt. Sie können nicht sagen, lassen wir das doch jetzt mal ein bisschen ändern, wir machen das alles anders, aber lassen den Rest des Systems intakt. Das geht nicht. Das ist eine Grundsatzfrage sozusagen an den Wurzeln des Ganzen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wir sind da nämlich beteiligt, wir als EU jetzt in diesem Fall. Haben Sie vielleicht mitgekriegt? Nee, haben Sie wahrscheinlich nicht mitgekriegt, das ist der Witz der Sache. Die Freihandelsabkommen, Partnerschaftsabkommen mit Afrika, die EU mit Afrika aushandelt, EPA, das sind keine Partnerschaftsabkommen, das sind ökonomische Diktate der EU, vor allen Dingen im südlichen Afrika, ehemaligen Kolonialländer, die eigentlich nichts anderes sind als eine legalisierte Form eines Neokolonialismus. Das Interessante ist, dass uns das nicht sonderlich Kopfschmerzen bereitet. Wir kämpfen gegen TTIP, denn da haben wir ja Nachteile. Ne? Sie erinnern sich mit den Chlorhühnchen oder so. Also da sind wir ganz beunruhigt. Wir kämpfen gegen TTIP, weil wir da möglicherweise Nachteile haben. Bei den Freihandelsabkommen mit Afrika sind wir die alleinigen Profiteure. Folglich gibt es in der öffentlichen Diskussion bei uns eigentlich keine Resonanz, keine Diskussion dieser Freihandelsabkommen mit Afrika. Diesmal sitzen wir ja alleine auf der Gewinnerseite. Auch das ist letztlich Psychologie. Anderes Beispiel, Manipulation von Meinungen, hängt wieder mit Sachen schon, die wir hatten. Nichts ist wirkmächtiger bei der Manipulation von Meinungen als Bilder. Wenn Sie ein solches Bild sehen, und das gilt sogar für unsere moralischen Sensitivitäten, wenn Sie ein solches Bild sehen,
wo die Gates hier voller liebevoller Fürsorge und Zuwendung sich an jemanden wenden, dann sind sie erstmal angerührt, dass es doch gut ist, dass jemand so etwas macht. Und ihr Nachdenken über ihren Affekt ist vollständig blockiert, nämlich die ökonomischen Interessen von der Gates-Stiftung, einer Kontrolle über Gesundheits- und Ausbildungssysteme in Afrika. Denken Sie gar nicht drüber nach, Sie sind einfach angerührt darüber und folgen dann der FAZ darin zu sagen, so müssten wir doch alle das machen. Ist übrigens wieder ein interessanter Punkt, was unseren Wortaberglauben angeht. Wir nennen amerikanische Milliardäre nennen wir Philanthropen, russische Oligarchen, obwohl beide eigentlich durch Betrug am Gemeinwesen zu ihrem Reichtum gekommen sind. Das waren nur ein paar Beispiele, dass Sie sehen, es lohnt sich, einen Blick, das können Sie nicht machen. Wir brauchen Vermittler, die das leisten, die in den öffentlichen Diskussionsraum diese Dinge wieder reinbringen. Nämlich unsere Eigenschaften, die man nutzt, zu manipulieren. Jetzt kommt der zweite Teil. Wir müssen den Gegner kennen. Wir kennen den Gegner aber nicht. Bevor du den Feind nicht kennst, erkenne den Feind, bevor du dich aufmachst, von einer besseren Welt zu träumen. Wenn Sie den Feind nicht kennen, bleibt es ein Träumen. Das ist übrigens ein Buch, was immer wieder lohnt zu empfehlen, wenn Sie das, den Neoliberalismus besser verstehen wollen. Mirowski sagt, das gilt sogar für die Linke, die sagt, wir sind ja nun die kritischsten von allen. Er sagt, die Linke hat sich wiederholt über den Charakter des neoliberalen Projektes getäuscht und wurde von ihm vereinnahmt. Sie hat kein wirkliches Verständnis davon, was eigentlich der Kern der Geschichte ist. Also wir haben ein ganz ernsthaftes Problem hier. Was sind denn jetzt die Machteliten? Wenn Sie in Feudalismus gehen, der Feudalismus hatte ja den Vorteil, man sieht die Machteliten. Das sehen Sie an der Qualität der Kleider und des Reichtums, der vor Ihnen liegt. Der Feudalismus hatte den Vorteil, dass er unseren Konkretismus, der Mensch ist ein Konkretist, er möchte was Sinnliches sehen, befriedigt. Und deswegen reizt er zu Empörung. Wir sehen die Mächtigen. Das weckt in uns die Empörung und aus der Empörung kommt die Revolte. Das wussten natürlich die Machteliten auch, das ist schlecht. Also hat man alles getan, diese Dinge unsichtbarer zu machen. Die Zentren der Macht, da können Sie gar nichts mehr mit anfangen. Das weckt auch keine Empörung. Dann sagen Sie nur, wow. So, das Problem ist auch schon sehr alt. Das hat am Ende des 19. Jahrhunderts ein berühmter amerikanischer Cartoonist, einer der Väter des Cartoons, hat das hier illustriert, die Bosse des Senates, indem er gesagt hat, in einer repräsentativen Demokratie sind ja nicht die Leute, die hier sitzen, die eigentlichen. Die Repräsentanten des Volkes sind doch nur das Personal der eigentlichen Entscheider. Die eigentlichen Bosse des Senates sitzen hier und the people's entrance, steht da, is closed. Das Problem ist so alt wie irgendetwas, wurde immer wieder diskutiert, wurde immer wieder analysiert, schafft es nicht in den öffentlichen Diskussionsraum. Es gibt hervorragende neue Analysen, hier können Sie auch wieder sagen, das sind ja Verschwörungstheorien, so dick sind die doch gar nicht. Bernays hat es auf den Punkt gebracht, es gibt eine unsichtbare Regierung, die die eigentliche Regierungsgewalt hat. Das war für ihn eine Selbstverständlichkeit, da schreibt er in einem Nebensatz. Das war damals Common Sense, das wusste jeder.
Es gibt neuere Analysen, hier von Jeffrey Sachs, ein ganz renommierter Ökonom, einer der bedeutendsten Armutsforscher und der Vater der neoliberalen Schocktherapie der Privatisierung. Also jemand, der sich auskennt, hat eine Analyse gemacht, wer bestimmt denn eigentlich die politischen Entscheidungen? Und er sagt, da gibt es genau vier Komplexe im amerikanischen System, die fast alle politischen Entscheidungen bestimmen. Wenn wir das sagten, wissen Sie, wird es schwierig. Das ist eine ökonomische Analyse der tatsächlichen Machtsituation. Und der große Soziologe Mills sagte schon in den 60er Jahren, diese repräsentative Demokratie ist nur ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit, weil ich die eigentlichen Verantwortlichen überhaupt nicht zu greifen kriege. Ich kann die abwählen, die da sitzen, aber die eigentlich Verantwortlichen kriege ich überhaupt nicht zu fassen. Das ist konzipiert worden als System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Das war auch alles sozusagen politologische Selbstverständlichkeit. Kürzlich ein Rechtswissenschaftler in einem Buch sagt, macht, was ihr wollt, die Wahlen tangieren das überhaupt nicht. Ihr kommt an die eigentlichen Zentren der Macht überhaupt nicht mehr ran. Ihr lebt ja noch in, sozusagen im 19. Jahrhundert in Vorstellung von Demokratie, dass man jetzt die eigentlichen abwählen kann. Forbes, haben Sie vielleicht schon gehört, ist keine linksradikale Zeitschrift. Bezieht sich auf eine empirische Untersuchung. Es gibt eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen, die gemacht worden sind in jüngerer Zeit. Wie macht man diese? Diese empirischen Untersuchungen nutzen alles, sogenannte Big Data Analysen, nutzen alles, was es an Daten gibt über irgendwelche ökonomischen Strukturen. Teilhabeverhältnisse, Firmenverschränkungen und so weiter und so weiter und machen dann mit sehr raffinierten, entsprechenden mathematischen Verfahren, versuchen sie die Knotenpunkte der Macht zu identifizieren. So, und eine Analyse, die sehr viel Aufsehen erregt hat von 2011, findet, dass es 147 Kompanien sind letztlich in der Welt, die im Grunde alles andere bestimmen. Eine Netzwerkanalyse, die Autoren haben alle 43.000 transnationalen Konzerne und deren Eigentümer, da gibt es eine Orbis-Datenbank, da sind die alle erfasst, haben die analysiert und dann eine Netzwerkanalyse gemacht. Hier haben Sie einen kleinen Ausschnitt, die ersten 18. Und Sie sehen, das ist natürlich eine Überrepräsentation von der Finanzindustrie. Aber sicherlich auch für den einen oder anderen Überraschung, dass er sagt, wusste ich nicht, dass die so weit oben sind. Das heißt, es gibt heute, das ist keine Verschwörungstheorie, es gibt empirische Analysen, wer bestimmt tatsächlich Entscheidungen. Und politische Macht heißt immer, Entscheidungen zu bestimmen. Wer bestimmt eigentlich die großen politischen Entscheidungen? Hier ein anderer, der hat gesagt, ich habe bisweilen den Eindruck, dass sich die meisten Politiker immer noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie bereits heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und sogar von diesen beherrscht werden. Das ist natürlich hoffnungslos unterkomplex. So kann nur ein linksradikaler, populistischer Verschwörungstheorie, habe ich noch ein Attribut vergessen? Also umstritten. Wer hat das gesagt? Das war sozusagen der Chefökonom der Kohlregierung, Tietmeyer, Chefunterhändler der Kohlregierung bei den weltwirtschaftsgebenden Euroarchitekten. Der hat das natürlich nicht
in Zeitungen für die Öffentlichkeit geschrieben, die Eliten untereinander, die reden ganz schonungslos offen. Man kann keine vernünftige Wirtschaftspolitik machen, wenn man nicht einen klaren, realistischen Blick für die Lage hat. Wer einen realistischen Blick für die Lage hat, deswegen lohnt es immer auch mal den Blick ins Wall Street Journal, da kriegen Sie politische Analysen, die ziehen Ihnen die Schuhe aus. Die Eliten untereinander reden bisweilen, die reden Klartext, die reden anders, als wenn sie zum Volk reden, denn das Volk könnte solche Sätze falsch verstehen, also richtig verstehen und die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen. So, das kann man, wir wollten nur ein paar Beispiele durchgehen, das gilt natürlich genauso, gibt es wieder Analysen heute. Die US-Investmentbank hat ein ganz eng gestricktes Netz über ganz Europa, in dem sie ihre Leute als Galionsfiguren an allen entscheidenden Stellen. Sie wissen, bei der EU fast alle entscheidenden Stellen, Positionen, die die Geschicke Europas bestimmen, sind demokratisch nicht legitimiert und sind demokratisch nicht rechenschaftspflichtig. Das heißt, was ist passiert? Im Rahmen dieser Entwicklung, wir haben eine Verrechtlichung der Kriminalität der besitzenden Klasse. Kriegen Sie gerade in den USA bei Trump wieder mit, wie er die Steuergesetze, wie er den Staat austrocknet, sodass der Staat Gemeinschaftsaufgaben gar nicht mehr übernehmen kann. Der Staat wird ausgetrocknet. Wir haben einen, das nennt man in den USA den Nanny State, wir haben einen Säugestaat für die Reichen, was über das Steuerrecht gemacht wird. Das ist legal. Freihandel ist legal, Deregulierung. Wir verrechtlichen also etwas, was moralisch eigentlich Kriminalität ist. Eine dieser Möglichkeiten ist auch institutionalisierte Korruption, Parteispenden aus der Wirtschaft, Lobbyismus. Lobbyismus ist ja heute gar kein Lobbyismus mehr. Früher standen die in der Lobby und quatschten die Abgeordneten an. Es gibt keinen Lobbyismus mehr. Der Lobbyismus ist eigentlich tief in den Strukturen eingebaut. Der hat einen völlig anderen Charakter. Das Wort Lobbyismus ist eigentlich verniedlichend. Auslagerung öffentlicher Aufgaben an Dienstleister, Sicherheitsaufgaben, Public Relations und so weiter. Das sind ja alles Themen, die Sie auch kennen. Beispiele hier. 2004 schrieb ein ehemaliges Nachrichtenmagazin, dass mehr als 1 Milliarde Euro lässt sich der Staat die Hilfe der Externen pro Jahr, machen sich die Zahlen klar, pro Jahr kosten. Der Einsatz ist oft überflüssig, die Ergebnisse sind grotesk. Ja, die haben nicht verstanden, es geht gar nicht darum, dass die vernünftigen Ergebnisse, da wird eine Systemeigenschaft sozusagen erzeugt, von wo die Grenzen zwischen öffentlichen und Finanzmärkten fließend gemacht werden. Die Idee der Berater ist nicht, rationale Ergebnisse zu produzieren, sondern ist eine grundsätzliche Strukturänderung. Das geht viel tiefer. So, das heißt, die Machtstrukturen, die hier entstehen, sind für die Öffentlichkeit nahezu unsichtbar und sind keiner Kontrolle und Rechenschaftspflicht. All diese Dinge, die ich hier genannt habe, sind alle keiner Kontrolle und Rechenschaftspflicht zugänglich. Wenn wir jetzt das ein bisschen sortieren wollen, Verständnis reinkriegen, wir haben ja immer gesagt, es geht bei Steuerung nicht um Steuerung. Es geht um die Asymmetrie einer Machtsituation. Wir müssen Macht verstehen. Macht ist ein Bereich, der extrem gut in der Ideengeschichte von allen möglichen untersucht worden ist, von politischen Philosophen, Soziologen, Politologen und so weiter. Einer der renommiertesten, einflussreichsten Machttheoretiker, Stephen Lucas, hat folgende Unterscheidung, die ist für uns, wir wollen ja nicht in die Machttheorie rein, aber die ist für uns als Instrument ganz nützlich, um die Dinge besser zu verstehen. Er sagt, es gibt einmal die Befähigung, Macht als Befähigung, Entscheidungen durchzusetzen. Das ist unsere intuitive, das ist Max Weber und andere, das ist der intuitive Begriff von Macht. Jetzt kommt ein zweiter Begriff, die Befähigung, zulässige Alternativen zu bestimmen. Das heißt, auszuschließen, welche Dinge überhaupt in den öffentlichen Diskussionsraum kommen. Macht ist die Befähigung, über die Dinge auch zu befinden, über die nicht entschieden werden soll.
Das ist ein Aspekt, der wird viel zu wenig beachtet. Und schließlich die Befähigung, das Bewusstsein von Interessen zu kontrollieren. Da sind wir wieder im Bereich Meinungsmanipulation, wobei Luke sagt, das ist die höchste und hinterhältigste Form der Macht. Wenn die Leute ihre Interessen gar nicht mehr wahrnehmen können, nicht nur, dass ich sie überstimme und ihre Entscheidungspräferenzen nicht berücksichtige, ich erzeuge ein falsches Bewusstsein, sie können ihre Interessen gar nicht mehr wahrnehmen. So, das ist immer wichtig zu schauen, wie man mit solchen Instrumenten versucht, etwas Ordnung in die Dinge zu kriegen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Machtpolitische Entscheidungen durchzusetzen. Hier sehen Sie einen der wichtigsten Personen der Bundesrepublik, ein Held im medizinischen Sinne der Demokratielenkung. Kennen Sie ihn? Schwierigkeiten, schauen wir uns mal an. Das ist Heribert Zitzelsberger. Heribert Zitzelsberger ist ein Genie. War Staatssekretär unter Hans Eichel. Er hat für die Wirtschaft das größte Steuergeschenk aller Zeiten gemacht. Und zwar, jetzt kommt der Witz, ohne dass die Wirtschaft das je angemahnt hat. Die wollten das gar nicht. Die konnten sich vor Glück gar nicht fassen. Da kam etwas, wo sie nicht mehr Lobbyismus betrieben haben. Das größte Steuergeschenk aller Zeiten, nämlich die Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne. Hört sich jetzt so kompliziert an, müssen wir auch nicht verstehen. Das war keine Verschwörung der Wirtschaft. Das ist wichtig, die Mechanismen müssen wir verstehen. Es war keine Verschwörung der Wirtschaft, es war keine Korruption im rechtlichen Sinne, sondern die normale Funktionsweise repräsentativer Demokratie, zu sagen, die Experten, die Realität ist heute so komplex, die ist hyperkomplex, die können weder die Abgeordneten verstehen, noch die Bevölkerung. Wir müssen uns Experten holen. Das war ja bei TTIP nicht anders, mit 6.000 Seiten, die in einer Woche lesen sollten. Kann kein Mensch mehr verstehen. Wir müssen uns Experten holen, die uns sagen, wo es zum Wohle des Volkes lang geht. Heribert Zitzelsberger hat sich zum Wohle des Volkes eingesetzt. Er kam von Bayer und es ist alles legal. Hat die deutsche Großindustrie so viel zu verdanken wie Heribert Zitzelsberger. Stand auch in der Zeitung. Das größte Geschenk aller Zeiten, sagt die Zeit, stand auch in der Zeitung. Erfüllte die Wirtschaft in einem Maße, wie es sich die Manager kaum je erträumt haben. 23,6 Milliarden gingen der Gemeinschaft verloren. Allein durch das von Zitzelsberger eingebrachte Gesetz hat Bayer im Jahr, in dem es unterzeichnet wurde, 600 Millionen Steuern gespart. Es ist alles ganz legal. Wir müssen gar nicht nach dem Schmutz suchen, wir müssen nach der normalen Funktionsweise des Systems suchen. Das ist das eigentliche Problem. Das heißt, die Verrechtlichung der Vorteile der besitzenden Klasse zulasten der Gemeinschaft. Deregulierung, haben wir alle schöne Namen, unser Wort Aberglaube kommt jetzt wieder. Steuerliche Entlastung. Entlastung heißt, ich werde entlastet von Beiträgen zur Gemeinschaft. Erfolgt weitgehend unter Einfluss der öffentlichen Kontrolle und in weitgehend irreversibler Weise. Jetzt kommt ein wichtiger Trick, der dabei benutzt wird. Ich habe ihn hier mal versucht mit der Metapher der Sperrklinke. Sperrklinke ist ein toller Mechanismus. Eine Sperrklinke läuft immer nur in eine Richtung und hat hier etwas, was blockiert, dass die was rot ist. So rum kann sie nicht laufen. Da hakt etwas ein. Sie geht nie rückwärts. Das sind die Ewigkeitsklauseln der Freihandelsverträge. Freihandeln geht immer nur in eine Richtung. Es wird in die Verträge reingeschrieben. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das heißt, dieser Aspekt der Macht, zugelassene Alternativen zu bestimmen, heißt Ausschluss von Themen und Fragen, die gar nicht erst zur Entscheidung kommen. Das heißt, die Lobbys arbeiten in den Parlamenten wesentlich auch daran,
alle Dinge zu zerschroten, die irgendwelche Sachen rückwärts machen könnten. Und dieser Mechanismus ist so wirksam, Sie müssen sich das jetzt sozusagen mal in Wahrscheinlichkeit vorstellen, ich brauche gar nicht die Macht, Entscheidungen durchzusetzen, wenn die Wirtschaft den Bundestag einfach immer wieder mit Entscheidungsvorlagen überschwemmt. Und wir nehmen an, es kommt nur jede Hundertste durch, aber die Macht hat, alle Dinge, die Korrekturen im System anbringen, zu blockieren, da müssen Sie nur 1, 2, 3 Jahre warten, dann läuft das Rad immer in die gewünschte Richtung. Die Sperrklinke ist ein ganz mächtiger Mechanismus, Machtmechanismus, die Dinge in eine Richtung zu betreiben. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele dafür. Der Dodd-Frank-Akt, das war das Gesetz, was Obama 2008 nach der sogenannten Finanzkrise, sind wir schon wieder beim Wort Aberglauben, bei der sogenannten Finanzkrise gemacht hat zur Bankenregulierung. Die war eigentlich was ganz Zahmes, die Wall Street hat auch damals gezetert, aber es gab ein paar Elemente darin, wo man sagen konnte, die Trennung von Bankgeschäften, von Finanzgeschäften und dem normalen Bankgeschäft, es gab ein paar Aspekte, die sinnvoll waren. Ist auch ein Gesetz von 2000 Seiten. Es hat aber der Wall Street trotzdem nicht geschmeckt. Deswegen hat sie es zerstört, entschärft, neutralisiert. Große Kampfverbände von Juristen, die auf Probleme der Marktregulierung spezialisiert sind, haben sich tief in der eingewühlt, um Reformen zu vereiteln. 3000 Lobbyisten wurden aufs Kapitol gejagt. Das heißt, 6 Lobbyisten für jeden Mitglied des Kongresses. Das ist der zweite Aspekt der Macht, zu verhindern, dass bestimmte Sachen in den Diskussionsraum kommen und zur Entscheidung vorgelegt werden. Das heißt, das Wall Street-Geld, was da reingegangen ist, war 1 Billion, 1 Milliarde. Das wurde zerschrotet. Das wurde zu Konfetti gemacht, das gibt es zwar, die Hülse ist intakt, das gibt es heute noch, aber es wurde so mit Schlupflöchern versehen, dass es keinen Biss mehr hat. Und der Dank, das hat sich natürlich ausgezahlt, hier sehen Sie, Obama hat dann einen Stundenlohn, müssen Sie mal umrechnen, $400.000 für Besuche vor Wall Street Leuten. Also, das ist alles legal, keine Korruption, alles prima. Ein anderes Beispiel will ich Ihnen ganz kurz nennen. Seehofer Staatssekretär übergab 1995 die zu Konfetti geschredderte Arzneimittel-Positivliste. Man wollte den Pharma-Wildwuchs eindämmen und hatte es geschafft, gegen unglaubliche Widerstände eine solche Positivliste zu erstellen. Die Pharma-Lobby ist so dreist, dass sie die zum Geburtstag eines Wirtschaftsfunktionärs ihm die geschredderte Liste, eine widerlichere Unterwürfigkeit, die dies demonstriert, kann man sich eigentlich, also allein die sozusagen der Symbolgehalt einer solchen Geste kaum vorstellen. So, da gehe ich jetzt mal drüber weg. Ach so, ich gebe Ihnen jetzt ein paar, das sind ja ohnehin nur Beispiele, müssen Sie sich an, wir haben ja den großen Faden, aber einige will ich doch wenigstens kurz noch nennen, weil wir im Fake-News-Zeitalter, das ist ja auch wieder Wort Aberglaube, denn Fake News ist selbst eine Fake News, weil Fake News eigentlich nur die normale Funktionsweise von Propaganda sind. Das wurde immer so betrieben. Hier habe ich Ihnen einen kleinen Auszug vom Pentagon, wo gesagt wird, wie bringt man eigentlich, hier ist ein PowerPoint-Slide, wie bringt man eigentlich Fake News in die Medien rein, um damit Propaganda zu treiben? Und das ist eine ganz alte Geschichte, das hat man also immer schon gemacht, das ist der normale. Wer macht denn jetzt PR, das moderne Wort für Propaganda, dafür gibt es hochspezialisierte
private Organisationen, die das den Regierungen abnehmen. Vermutlich haben Sie die Namen noch gar nicht gehört. Burson & Marsteller ist eine, die haben in vielen Staaten, hier sehen Sie ein paar Beispiele, kein Krieg ist heute mehr denkbar ohne PR-Agenturen. Die dienen der Steuerung der öffentlichen Meinung. Und die sagen ganz offen, 40% der Informationen einer Tageszeitung stammen von ihren Agenturen. Hier haben Sie ein neueres Beispiel aus dem Guardian. Die sagen, 50-80% der Meldungen in Zeitungen sind von PR-Agenturen, weil die Zeitungen sich da schon kostenmäßig gar nicht anders erlauben könnten. Damit Sie sehen, das greift auch in Ihr Leben ein. Burson Marsteller hat auch die Kampagne für Stuttgart 21 gemanagt. Hier sehen Sie aus einem internen Projektpapier von Burson & Marsteller Fallstudie Stuttgart 21. Die Bahn hat großen Wert darauf gelegt, schreiben die in dem internen Protokoll, bei der Außendarstellung die Konzernmutter im Hintergrund bleibt. Worum geht es? Stimmberechtigte Bürger und Top-Entscheider in Politik und Wirtschaft. Das sind die Zielgruppen. Dafür machen die die Vorlage, da entwerfen die eine Kampagne und so weiter. Dieser Einfluss dieser PR-Agenturen wird vollständig in der Öffentlichkeit unterschätzt. Eine zweite ist Hill & Knowlton, die immer schon mit der CIA wichtig zusammengearbeitet haben. Die machen für Monsanto die Lobby-Kampagne für Roundup. Und das kennen Sie wahrscheinlich, das hat dann mal den Weg in die Öffentlichkeit geschafft. Das war die Brutkastenlüge, wo die Tochter des kuwaitischen Botschafters als ein beliebiges kuwaitisches Hausmädchen ausgesagt hat. Es hätte gesehen, wie die Iraker die Babys gegen die Wand geschleudert haben. Das hat die Kriegsbereitschaft der Amerikaner gesteigert. Das war ein Fake, ausgearbeitet vom Psychologen von Hill & Knowlton. Und es war damals eigentlich schon bekannt, Amnesty International hat gesagt, das kann alles so nicht stimmen. Alle Medien, auch die deutschen Medien, haben das so nachgedruckt, obwohl man es hätte auch damals schon feststellen können. Ein letztes Beispiel daraus, weil es aktueller ist und die digitalen Medien betrifft. Eine neue Studie, die untersucht hat, wie eigentlich die Rangordnung bei Google, ist ein geheimer Algorithmus, kennt keiner, die Rangordnung und das Auto vervollständigen, wenn Sie etwas eingeben, was kommt da eigentlich wann? Damit kann man die Meinung der Bevölkerung, politische Präferenzen in einer Weise steuern, wo Sie sagen, das ist der größte Verhaltenseffekt, den Sie je gefunden haben. Sie können also, und da dieser Algorithmus von niemandem kontrolliert und völlig intransparent ist, wäre es im Prinzip, wir wissen nicht, ob Google es nutzt, aber es wäre im Prinzip möglich, allein mit diesem Verfahren sozusagen Konsumenteneinstellungen, Präferenzen und so weiter, alles zu manipulieren. Also auch da müssen wir einen Blick drauf haben. Wir nehmen diese digitalen Medien immer noch in einer gewissen naiven Weise, dass sie die Welt abbilden. Dahinter stecken Dinge, die völlig intransparent sind. So, damit können wir das jetzt noch mal zusammenfassen. Wir brauchen ein Bild unseres, Feindes, unseres Gegners. Und das Problem ist, obwohl wir die neoliberale Alternativ, mit den Folgen der neoliberalen Alternativlospolitik tagtäglich konfrontiert sind, erteilen wir immer noch einer zirkulierenden Elite die Legitimation bei Wahlen, die Legitimation unter dem Banner des Gemeinwohls, ihre Interessen auf unsere Kosten zu verfolgen. Das müssen wir verstehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Denn das Bedrückende dieser Situation ist, dass die Abschaffung der Demokratie eigentlich gar nicht so richtig bemerkt wird. Wir müssen also einmal den Blick auf uns richten und wir müssen uns fragen, was wollen wir eigentlich
Was sind eigentlich unsere Ziele? Denn wer das Ziel nicht kennt, kann sich auch im Weg nicht irren. Was sind eigentlich unsere Vorstellungen von einer gerechten, menschenwürdigen, solidarischen Gesellschaft? Dann müssen wir den Blick auf unseren Gegner richten. Was ist der Gegner? Der Gegner sind all diejenigen, die uns an der Verwirklichung, an der Erreichung unserer Ziele hindern wollen. Und wir müssen verstehen, welche Strukturen zum Erhalt ihres Status geradezu darauf angewiesen sind, unsere Meinung zu steuern und Demokratie zu steuern. Diese Strukturen sind zwangsläufig zur Sicherung ihres eigenen Status darauf angewiesen. Wir brauchen also vorher, vor jeder Therapie muss eine Diagnose stehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Vor jedem politischen Handeln muss ein politisches Verstehen der Situation stehen, in der wir uns befinden. Die Hoffnung, die wir trotz dieser gigantischen Asymmetrie haben, was uns Hoffnung gibt, ist, dass wir moralische Wesen sind und von Natur aus und über natürliche moralische Sensitivitäten verfügen. Wir verfügen von Natur aus über Begriffe von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter. Diese moralischen Sensitivitäten können natürlich in bestimmten historischen Konstellationen blockiert sein, sie können auch pervertiert sein, aber sie sind nie vollständig unterdrückbar. Das andere, was uns Hoffnung gibt und diese moralischen, dass wir nicht nur über moralische, von Natur aus moralische Wesen sind, sondern auch über die Befähigung zur Vernunft verfügen. Das sind eigentlich die Quellen, die bisher einen großen zivilisatorischen Fortschritt hervorgebracht haben und die uns Hoffnung geben, dass es einen weiteren zivilisatorischen Fortschritt geben kann. Und die vielen emanzipatorischen Bewegungen in aller Welt sind eigentlich Ausdruck dieser Hoffnung. Ein zweiter Aspekt, der uns Hoffnung gibt, ist, dass alles, was ich Ihnen vorgetragen habe, die gegenwärtige Machtsituation, in der wir uns befinden, ist keine Folge irgendwelcher Naturgesetze. Sie ist eine Folge menschlicher Entscheidungen. Menschliche Entscheidungen können, auch die Entstehung dieser unsichtbaren Machtstrukturen, ist eine Folge menschlicher Entscheidungen. Menschliche Entscheidungen können korrigiert und zurückgenommen werden. Und es ist, wenn uns unser Leitideal einer menschenwürdigen, gerechten, solidarischen Gesellschaft noch etwas bedeutet, dann ist es unsere vordringliche Aufgabe, diese Korrekturen durchzuführen. Und dabei müssen wir uns immer vor Augen halten, dass wir nicht nur verantwortlich sind für das, was wir tun, wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Ich danke Ihnen. Thank you.